Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1064. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen ja heute erstmal 25 Runen, nehmen die einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben 6 neue Angebote, 2 neue Events und eine Neuigkeit, wo wir einfach mal reingucken. Genau, hier steht jetzt, dass die neue Season begonnen hat. Hier haben wir den Spießenlauf, der ist jetzt für alle erhältlich. Und hier haben wir dann noch die Anzeige von dem neuen, dem man jetzt mit dem Alpha Premium Season Pass bekommen kann. Der hier, Gott, wie heißt denn? Volt-Räuber. Und da sehen wir hier einmal normal und einmal auf Titan. Er sieht schon geil aus auf Titan, das muss man ganz ehrlich sagen. Also dieses Design, dieses dunkelblau-violett so mäßig. Und dann mit den Knochen drumherum, das sieht schon richtig geil aus. Also kann man nichts gegen sagen. Aber gut, wir haben ja nicht. Weil ich war jetzt wirklich, und ich bin auch jetzt noch der Meinung, auch wenn ich jetzt sehe, wie es da aussieht, dass es für den sich dieses Mal nicht lohnt, dieses Größere zu holen. Deswegen lassen wir das dabei auch bleiben. So, jetzt können wir erstmal die alle wieder losschicken. Dann können wir hier am Glücksrad hoffentlich drehen. Genau, hier haben wir sogar noch ein seltenes Paket mit drinne. Wenn wir das bekommen, das würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Aber, nö. Wir kriegen einen hier am Ei vom Kleid gesagt. Und da können wir den einmal platzieren. Fertig, füttern, Hangar geht. Hangar geht, okay. Dann gehen wir wieder zu Ohlenzahn. Bei Ohlenzahn müssen wir jetzt mal gucken. Wir können ihn wieder auf die Reise schicken. Oder wir schicken ihn auf eine Suche. Und zwar dann einfach mal zu der da. Damit du die Aufgabe erledigst mit diesen Eventsuchen erledigen. Weil das wäre auf jeden Fall ganz gut. Dann können wir jetzt unsere Eisensammler hier wieder losschicken. Da fehlt uns jetzt ordentlich Holz. Das ziehen wir uns jetzt einfach mal aus dem Postfach, dass das Postfach ein bisschen leerer wird. Und dann läuft das. Müssen wir nur gucken. Gut, ja, ich meine, mittlerweile haben wir ja mehr Holzausgaben als Einkommen. Deswegen müssen wir sowieso mal gucken, wie wir das jetzt machen wollen. Müssen wir so Drachen wie den Kollegen zum Beispiel auch mal trainieren. Das kann er gleich machen eigentlich. Ich brauche nicht dran, lange drum rumreden. Sondern kann er gleich starten. Dart könnte dann auch demnächst nochmal. Du kannst noch starten. Du kannst noch starten. Du kannst wieder rein. Hier können wir dann gleich... Oh, das können wir eigentlich jetzt sofort machen, bevor wir was verpatzen. So, kann ich jetzt Fisch komplett einsammeln? Ja, wunderbar. Dann bist du auf Level 146, kannst ins Titan, kannst ins normale Training, let's go. Hier haben wir nochmal welche, die für Holz wieder Eisen sammeln wollen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Können doch nicht alles komplett einsammeln, okay. Das heißt, wir schicken dich los, dann kannst du noch los, dann kannst du los, kannst du los, kannst du los. Und du, und dann haben wir den hier noch. Und dann können wir einmal unsere drei Steinwallis wieder losschicken. Let's go. Hier kriegt man nochmal den Sturmbringer, den können wir gleich nochmal füttern, der kann auch wieder los. Dann können wir jetzt alles einsammeln, wunderbar. Und dann können wir hier einmal am Titanrad drehen und schauen wir mal, ob das was wird bei ihm oder nicht. Nein, leider wieder nicht. Das heißt, es gibt hier nochmal ein bisschen Fisch, 120 Millionen und in 7 Minuten ist das fertig. Aber das schafft man, in 7 Minuten sind wir noch mit drin. Gut, dann haben wir hier jetzt nochmal ordentlich Holz bekommen. Brauchen wir jetzt aber so gerade nicht mehr. Krongel können wir gleich füttern, kann wieder ins Training. Da haben wir auf jeden Fall das Training jetzt schon mal ganz gut gefüllt. Wie viel haben wir hier drin? 2, okay. Dann du kannst nochmal los zum Holz. Und dann können wir uns überlegen, dass wir den ja eigentlich auch noch mit ins Training schicken. Weil der kostet genau so viel Eisen, wie wir gerade so ungefähr noch hatten. Deswegen ist das ja ganz gut. Hier müssen wir mal gucken, wen wir jetzt losschicken, weil das Ding ist, viele von denen müssen gefüttert werden. Und so viel Fisch haben wir teilweise gerade nicht mehr direkt da parat. Deswegen würde ich da erstmal abwarten. Jetzt können wir erstmal hier am Glücksrad drehen und du wirst kein Titan. Ganz knapp. Fast wäre es geworden, ist aber leider nichts. Schade. Gehst du wieder rein, guckst du mal, vielleicht wirst du es beim nächsten Mal. Hier können wir nochmal füttern. Genau, ich hatte mir ja auch noch im Training. Du kannst auch noch gefüttert werden. Kannst auch wieder ins Training. Damit müsste das Training ja jetzt eigentlich, ich glaube, auch voll sein. Nee, einen Slot haben wir noch. Einen können wir noch schicken. Da müssen wir uns jetzt mal überlegen. Wir schicken entweder jemanden von euch beiden. Okay, wir haben gar keinen Fisch mehr. Oh, 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 oh. Ja, gut, dann müssen wir jetzt erstmal kurz abwarten bis zum Gratis-Paket, damit wir da geringfügig Fisch haben. Damit wir die noch ordentlich losschicken können. Drehen wir erstmal hier am Glücksrad und wir bekommen einmal Bernstein, okay. Nehmen wir einen Bernstein mit, 120 Stück. Sagt man nicht nein. So, dann kannst du schon wieder los. Dann müssen wir heute mal hier schon mal das erste Gratispaket öffnen, damit ich jetzt nicht vergesse, den großen Weisheitsweber zu füttern. Und dann können wir jetzt gleich den hier füttern, dann kann er gleich... Oh, guckt euch mal den Größenunterschied an, den die gerade haben. Das ist ja immer geil.
Nee, dann können wir nämlich jetzt gleich den einen hier noch fertig füttern. Dann kann der uns drehen und dann sind die am nächsten Mal auf dem gleichen Level. Aber guck mal hier, von Level 28, 30, macht auf immer einen relativ starken Unterschied, ne, was die Größe angeht. Genau, weil früher stand ja noch dabei, ob es Kind oder nicht ist, also Kind oder Erwachsen. Und das war der Übergang, das war, genau, nee, war da bis Level, also er ist am Anfang Baby, Level 1 und 2 sind Baby-Level gewesen. Dann Level 3 bis 11 waren, nee, Level 3 bis 12 waren, ich glaube, die Kinder-Level. Dann Level 13 bis 29 die Jugend, bis 30 die Jugendlevel. Und dann ab Level 31 bis halt 54 sind dann halt hier, bis 51, ab 51 ist Titantraining, ne? Genau, bis 51 sind dann erwachsen und dann kam Titan und dann ging es immer so weiter. Und genau so war die Aufteilung früher, ich glaube. Aber das haben sie ja leider rausgenommen. Frag mich nicht, warum, ich weiß es nicht. Ist eigentlich ein bisschen schade, ich fand es immer ganz cool. Aber gut, wenn sie sich denken, dass sie es tun sollen, dann sollen sie es halt tun. Wir können jetzt erstmal unsere Reisedrachen hier wieder nehmen. Können die einmal wieder losschicken. Da können wir hier erstmal ganz normal weiter. Dann Höhle und da gehen wir auf gratis. Dann haben wir hier Hakenzahn. Anderen davon erzählen auch gratis. Kotz und Wirk, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Teil drin? Genau. Und was ist jetzt das Letzte, was noch dazu kommt? Das Ei, das Gurfen auf gar keinen Fall garantiert. Und dann haben wir noch Fleischklops. Da können wir auch einmal schauen. Da gehen wir erstmal ganz normal auf weiter. Links und gratis. Wunderbar. Sehr schön. Dann können wir jetzt das zweite Gratispaket öffnen. Let's go, nehmen wir es mit. So, dann haben wir das zweite Gratispaket hier. Nehmen wir es einmal mit. Und da sind wir auch gleich schon wieder bei 200 Odinsmarken. Was auf jeden Fall auch schon mal ganz geil ist. Können hier erst nochmal alles einsammeln. Der Odinsmarkt ist jetzt auch wieder neu. Genau, da haben wir jetzt Zwack und Windknirscher drin, die beiden Drachen. Zwack sieht relativ cool aus, so komplett bunt. Und Windknirscher ist ein ganz normaler seltener, den kennen wir ja. Gehen wir in den Season Pass. Haben wir 9 Aufgaben, 10 fertige Aufgaben. Davon 9 tägliche und eine wöchentliche. Kriegen damit schon mal mindestens 2 Belohnungen. Genau, weil jetzt ist das Ding voll, wenn wir es nicht einsammeln. Haben auch die tägliche Aufgabe von Grobian fertig, dass man 9 tägliche Aufgaben erledigen soll. Und kriegen damit dann auch gleich nochmal eine Belohnung. Und da ist sie, das schöne Paket. 2 Markenpakete öffnen, habe ich gerade noch gesehen bei den täglichen, das kriegen wir jetzt nicht hin. Aber wir kriegen nochmal 15 Runen, 10 Runen, nochmal 10 Runen, das ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir jetzt hier genau Markenpaket und tägliches Video, gut, lass mal. Dann können wir das noch einsammeln, haben wir sogar gleich nochmal eine Belohnung. Haben dann hier wöchentliche Videos und Zahnerkundung, besiege 30, das haben wir morgen fertig. Okay, Kartenpakete ist dann wahrscheinlich in 2, 3 Videos fertig. 3 Drachen aufsteigen können wir heute gleich mal noch schauen. Und wie war das jetzt hier? Limitierte Erkundung. Okay, und jetzt müssen wir einfach zum Erkunden schicken. Fahrt in der Reise geht, schließe Reisemission ab, geht hoch. Vervollständige Spießrundläufe geht auf jeden Fall auch. Erhalte Runen, das kriegen wir auch ganz relativ schnell hin. Das wird easy. Das hier müssen wir ein paar Runen ausgeben und das hier geht auch. Gut, dann können wir jetzt gleich erstmal dahin gehen. Haben wir denn unsere Duplikate, die wir aufsteigen lassen wollten, würden, machen wollten, tun lassen könnten? Einmal Nummer 1, einmal Nummer 2 und da endet es auch schon. Von den anderen steigen man, lassen wir nicht aufsteigen. Steinwolf auf gar keinen Fall. Brutalen Herzschwärmer ohne, weil da ziehen wir auch Bäder hoch. Und Gratnader. Warte, was? Also Gratnader müssen wir gleich nochmal reingucken, aber warte mal, da muss da eh noch von den Bäden gefüttert werden, oder? Genau hier 420 Millionen. Na gut, haben wir ja gerade, ne? Dann können wir, nee, hier was, ne? Es war beim Aufstieg. Denn wegen Gratnader gleich mal gucken. War das jetzt ein Doppelter? Ja, gut, dann können wir den unten aufsteigen lassen. Da haben wir die Aufgabe fertig. Können hier sogar noch einmal tauschen, da gehen wir einfach mal hier drauf. Mal gucken, irgendwann könnten wir ja mal. Nee, können wir scheinbar jetzt noch, ne? Das will noch eine Weile auf sich warten lassen. Gut, kriegt man noch mal ein bisschen Holz, bisschen viel Holz. Und das geht wieder alles ins Postfach, ist auch in Ordnung. Dann haben wir hier jetzt noch einmal die wöchentliche Aufgabe fertig. Jetzt fehlen 10 Punkte für das nächste, die nächste Belohnung, aber das ist ja egal. Kriegen hier 100 Odinsmarken, den Kürbisköpfe, das ist dann nochmal eine Dekoration. Dann hier nochmal 1000 Season-Währung. Die 1000 Season-Währung ist ganz geil. 130 Runen haben wir ohne dabei, auch sehr schön. Mit der Season-Währung können wir jetzt auch gleich schauen.
dass wir heute schon mal das erste Season-Geschenkpaket öffnen. Wir wollen nicht komplett öffnen, also wir wollen dann erstmal sammeln, weil wir wollen uns ja auch Freiwald holen. Aber ich würde trotzdem mal schauen, ob wir denn hier jetzt irgendwie gleich beim ersten Mal Glück haben oder nicht oder wie das ausschaut. Deswegen würde ich sagen, gönnen wir uns das Ding einfach mal und schauen mal, was hier drin ist. Let's go! Wir bekommen leider erstmal nur Runen, okay. Ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch, hier nochmal Runen, nochmal Holz. Und dann 20 Runen und nochmal 100 Runen. Okay, sind wir schon mal wieder über 2000. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das ist relativ gut sogar. Angebote haben wir auch noch 4 neue. Okay, die müssen ja gerade reingekommen sein aus irgendeinem Grund. Ich habe ja eigentlich vorhin alle durchgeklickt. Und dann können wir in den Spießenlauf gehen. Da starten wir ja einfach mal rein, sind bei 27%. Gut, es sind halt, wie schon gesagt, dieser komplette Spießenlauf sind nur 10 Kämpfe. Also es geht relativ schnell sozusagen. Und dann starten wir einfach mal rein. Gehen zuallererst einmal auf Hoffersons Fluch, geben dann die Schwäche von unserem Sturmscheid, greifen mit dem Skrill normaler an, gehen mit dem Knochenräuber normaler rein und dann machen wir auf jeden Fall relativ guten Schaden. Schade, unser Knochenräuber haben wir nach hinten verschoben. Okay. So, damit haben wir den. Dann können wir jetzt mit unserem Skrill einmal normal rein, mit unserem Sturmscheid, geben einfach nochmal Schwäche, Knochenräuber normal, dann haben wir den eigentlich auch schon sehr weit weg. Es wird noch nicht ausreichen, genau. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Dafür können wir ja gleich die Heilungsattacke von unserem Sturmschneid einsetzen. Und dann ist der auf jeden Fall weg. So, hier einmal heilen. Damit ist der weg. Dann können wir den Knochenräuber hier normal reingehen. Damit ist auch der verteidigende Funkenhüstel auch schon zur Hälfte weg. Sturmschneid nochmal normal. Skrill nochmal normal. Sturmschneid Schwäche. Und dann Knochenräuber. Und damit ist der weg. Und wir sind in der letzten Welle. Hier gehen wir als allererstes auf die 3-Attacke von unserem Skrill, machen damit richtig saftigen Schaden, geben die Schwäche von unserem Sturmschneid und kriegen mit dem Knochenräuber, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, das sogar hin, dass der gar nicht erst drankommt. Genau so will man das sehen. Hier die Schwäche, Skrill normal, Sturmschneid normal, meine Güte, komplettes Durcheinander. Dann jetzt Knochenräuber, dann Skrill 3-Attacke und Sturmschneid nochmal normal und dann sollte das ausreichen. Genau, damit ist der Kollege weg, wir kriegen zwei Glücksräder und schauen mal nach. Also, da hat ja gerade wirklich ein Dreher drin. Na gut, hier drehen wir am Glücksrad, kriegen jetzt einmal Holz, 200 Millionen. Naja, gut. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Hier gibt es nochmal Holz und zwar nochmal 200 Millionen. Okidoki. Dann können wir hier gleich in den nächsten Kampf gehen. Wenn wir den gewinnen, kriegen wir ein Gratispaket. Damit kriegen wir die 300 Uins-Marken. Und dann dürfen wir auf jeden Fall auch nicht vergessen, weil die Jahreszeitenstatuen jetzt auch gleich schon fertig sind. Waren vielleicht jetzt gerade schon fertig. Gut, die 5 Minuten machen es dann ohne. Aber da können wir die auf jeden Fall auch kleiner öffnen. Das wäre auf jeden Fall auch nicht schlecht. Knochenräuber normal, Sturmschneid Schwäche, Skrill, Zweierattacke oder so. Mal gucken, falls die ausreicht. Schade. Schade, schade, schade. Es hätte gerade so ausreichen können, aber ja, manchmal spielt das Glück nicht ganz so mit, wie man gerne wollte. Es ist natürlich ein bisschen schade, aber egal. Knochenräuber normal, Sturmschneid können wir jetzt leider nicht heilen. Gehen wir hier einmal mit der Schwäche rein, Skrill nochmal normal. Und dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir Knochenräuber am besten nochmal normal reingehen. Genau, und jetzt Aktionspunkte sparen, dass wir jetzt gleich auf 3 Aktionspunkte kommen in der Welle hier. Wir müssen uns auf jeden Fall hochheilen, sonst macht unser Knochenräuber nicht mehr lange mit. Wenn es jetzt natürlich gar nicht passt und die jetzt gleich sofort wieder auf den gehen, dann muss es halt eine Frucht der Weißen sein. Ich meine, wir haben sowieso die Aufgabe, Früchte der Weißen einzusetzen. Das Ding ist, dann fangen wir halt hier schon an, wenn es sein muss. Aber ich hätte mir das eigentlich noch so für später aufgehoben. Wobei meistens brauchen wir... Setzen wir dann sowieso random ein, weil wir sowieso zu viele noch einsetzen müssen am Ende der Season meistens. Aber gut. Da gibt es die Stärke. Das mag uns jetzt nie so stören. Da geben wir einfach hier Schwäche. Geben uns jetzt eine Stärke auf den Knochenräuber. Und können uns dann direkt hier am Anfang des Kampfes hier sofort Aktionspunkte-Booster, 2er-Attacke, kommen damit auf 4 Aktionspunkte mit unserem Sturmscheid, hauen hier die Heilung raus, gehen jetzt mit dem Knochenräuber auf den Knochenräuber und damit hat er nur noch ein Drittel Leben. Das ist auf jeden Fall schon mal relativ angenehm. Dann gehen wir jetzt mit dem Skrill hier auch nochmal normal rein, können dann die Schwäche von unserem Sturmscheid auf den Windknirscher, Champion Windknirscher geben. Jetzt holen wir uns den Knochenräuber weg. Und damit haben wir noch einen Gegner, der hat jetzt 3 Aktionspunkte, das mag uns jetzt nicht so stören. Wir gehen hier einfach mit der 3-Attacke rein, damit kann der auch keine Heilungsattacke und keine Flächenattacke jetzt einsetzen. Und wenn wir die jetzt einfach durchspammen, immer diese 3-Attacke vom Skrill, dann kommt der ohne mehr mit irgendwas Besonderem dran. Und es reicht sogar schon relativ schnell aus, dass wir den Kollegen wegkriegen und an der Stelle schon wieder gewonnen haben. Let's go! So, dann drehen wir nämlich auch einmal hier am Glücksrad und bekommen einmal 200 Millionen Fisch. Können dann hier am nächsten Glücksrad drehen. Hier kriegen wir noch einmal 100 Millionen Fisch. Auch gut.
Dann kann man das Gratis-Paket mitnehmen. Das kann man natürlich sofort öffnen. Geht ins Postfach erstmal, aber das holen wir uns sofort wieder raus. So, genau, einmal hier raus. Hallo, raus, da, da. Sehr gut. Und damit sind wir bei 300 Ulinsmarken. Können die einmal einsammeln. Sturmschein, Riesenhaft, Alter, Kartenader. Haben jetzt noch ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz und ein paar Runen nochmal. Wunderbar. Und jetzt, bevor wir es vergessen, die drei Jahreshandstatuen, die hier noch fertig geworden sind, können wir jetzt auch noch einsammeln. Kriegen hier sogar gleich noch ein gratis Paket. Da sind wir jetzt schon bei 309 Odinsmarken. Da sagt man ja auch nicht nein. Nimmt man auch gerne, gerne mit. Können wir Sturmschalzgrill, Riesenhaften Albtraum mitnehmen und dann hier nochmal ein bisschen Fisch, Holz, Fisch, Runen, Holz, Runen und einen Zahnrad. Und was haben wir hier? Hier haben wir nochmal 120 Bernstein. Okay, also haben wir noch ein kleines bisschen Bernstein bekommen und so, aber gut. Der Kollege tauscht, da sind wir dann bei 99 und dann können wir gleich auf die 100 gehen. Und dann fehlen sogar nur noch 20, damit dann diese Statue hochgehen kann und dann fehlen nur noch mal 150. Also es geht gut voran, wir sind auf einem guten Weg zu unseren nächsten Legendären. Wir haben jetzt gerade zwei relativ starke Anlaufstellen, einmal die hier und dann halt einmal Granatenfeuer, wobei Granatenfeuer wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern wird als Dragos Wuschelbeast. Aber das werden wir sehen. Ich würde sagen, das wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.